Ui, das steigt der jetzt aber. Maga, schön Presse. Wie das Fazit ist mit der neuen DD. Sagen wir mal so, ich bin auf jeden Fall zu 100% bin ich mir sicher, dass ich konstanter geworden bin. Jetzt in solchen Ausnahmefällen eventuell nicht. Aber wenn ich, sage ich mal, relativ normal fahren kann, ohne Zwischenfälle, deutlich konstanter. Und Rundenzeiten würde ich sagen, auch ein wenig auf jeden Fall verbessert. Vielleicht nicht viel, aber auf jeden Fall eine Verbesserung ist da in den Rundenzeiten auch. Also im Ganzen kann man sagen, die Hardware, die jetzt hier steht, hat mich nochmal schneller gemacht. Weil du halt einfach auch viel feiner und besser alles dosieren kannst. Allein die Pedale. Ja genau, ist top. Ist super auf jeden Fall da. Außer Frage. Und es war einfach ein Riesenlaune damit. Also wirklich. Was ganz anderes, wenn du hier sowas hier stehen hast, als so ein T300. Das Problem halt hier heute ist halt auch einfach das Gewicht. Das spürst du halt deutlich. Vor allem wenn der Tank voll ist, da macht das Auto manchmal unvorhersehbare Dinge. Und ja, da bist du dann oftmals auch einfach machtlos und verlierst halt ein paar Zehntel ab und zu. Aber im Ganzen ging der zweite Stint trotzdem gut über die Runden. Dann kann das Spiel ja beginnen. Ja, ich habe ab und zu ein, zwei Mal jetzt schon mal angehabt. Aber ich habe das Problem irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich vermute mal, da ich einen 144 Hz Monitor habe und zwei 60 Hz Monitor angeklemmt habe und sobald ich streame oder Videos offen habe auf dem 60 Hz Monitor, fängt mein Spiel an zu ruckeln. Also die FPS stehen zwar auf 144, ja, aber das Spiel fühlt sich an wie gefühlt 40 FPS. Da weiß ich nicht, woran das liegt, habe alles schon probiert, Treiber neu installiert, Windows sogar mal neu aufgesetzt, etc., etc. Und jetzt mit Windows 11 ist es noch mal deutlich schlimmer geworden. Falls da jemand mal einen Tipp hat oder so, an was es liegen könnte, oder jemand das Problem auch hatte mit zwei verschiedenen Herzmonitoren, also 60 und 144 Hertz, kann mich gerne mal anwispern oder im Discord anschreiben. Da wäre ich ihm sehr dankbar. Weil wenn ich nur 144 Hertz aktiv habe, butterweich. Ja, Elliot. Wenn du das Geld hast, kann man das natürlich austauschen, außer Frage. So, da bin ich wieder. 4B. Was hast du denn vermutet? Ja, es war großartig. Ach so. Es war sehr gut. Sehr gut. Ich wurde gerade gefragt, wann ich endlich mal anfange, das zu übertragen und alles, ne, auf Twitch. Ja. Weil ich, ab und zu war ich ja schon mal live, aber immer wenn ich halt live bin, habe ich im Spiel einfach Lags. Ich weiß nicht warum. Ja. Das liegt halt, ich habe halt einen 144 Hz Monitor noch auf dem Tisch vorne angeklemmt und sobald der halt mit aktiv ist, ruckelt mein Spiel wie die Hölle. Mhm. Wenn ich dann auf dem 60 Hz Fernseher spiele, sage ich mal. Und dann habe ich keine 60 FPS, also es wird mir angezeigt 60 FPS auf meinem Fernseher unten, aber es fühlt sich an wie 30 oder 40 FPS. Spielst du Vollbild oder? Habe ich schon beides probiert. Vollbild oder Fenster ging. Okay. Beides kein Unterschied. Macht das fein, viel Spaß beim Rasenmähen. Cool. Das heißt, du brauchst einen neuen Bildschirm oder? Nee. Da fangen wir jetzt gar nicht wieder drüber an. Nee. Hey, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, nee. Maga, nee. Entschuldigung, ich weiß nicht, was du meinst. Genau. Egal, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ja, gut. Ich auch nicht. Gibt's wohl zu Weihnachten einen neuen Monitor? Hm?
habe nichts gehört, glaube ich. Was? Mhm. Was denn? Oh. Hm. Ich habe mich, glaube ich, nur verhört. Also, ich weiß nicht, wovon du reden. Haben mir eben gesagt, wir haben nichts gehört. Also. Von daher. Ich guck grad mal, kann ich das auf 59 Hertz umstellen? Ich glaube nicht, oder? Für Captain, www.paypal.com. Ich möchte nichts haben. Danke. Das ist meine Adresse. Timo, es kommt darauf an, was du fahren möchtest. Also, ACC ist nur auf GT3s und GT4 limitiert. Ich würde sagen, das ist auch sehr gut besucht. AC ist sehr viel Gemodde, aber schon relativ alt. Man viel mitmachen. Ich würde aber, also ich persönlich würde zu ACC greifen. Wegen den GT3s. Ist auch neuer, also fühlt sich auch schöner an, sag ich mal. Ja. Ist nicht so altbacken. Gut, wenn du jetzt Allround alles haben möchtest, würde ich das alte nehmen, aber ansonsten, wenn du wirklich dich fokussiert auf GT-Fahrzeuge, irgendwie GT3, GT4. Ja. Also du kommst der Kompetition auf jeden Fall. Aber man muss bald rein, ne? Müsste bald rein, glaube ich, ja. Ja. Ich will nichts mal probieren. Ich kann hier die Aktualisierungsrate auf 59 Hertz stellen. Und einer geschrieben, das könnte eventuell helfen. Muss ich mal gucken. Ne, es gibt keine Nordschleife und es wird auch nie eine Nordschleife geben in ACC. Naja, das kann ich ja umstellen, Button. Das geht auf 59 Hertz, 50 Hertz, aber ja, 59 kann ich mal probieren auf jeden Fall. Chat mal so rein aus Interesse, ne? Was ist denn, also wie teuer sind gerade Ultraweitbildschirme? Frage für einen Freund. Kein Kommentar. Sag ihm nichts bitte. Das ist traurig. Nordschleife ist nicht die einzige Strecke auf der Welt, Freunde der Sonne. Nee, nee, nee. Xentren ist nicht der Freund. Nein. Nein, nein. Danke, schön. Wir reden von 32,9. Also sehr weit. Ich habe die Nachbarskinder wollen demnächst auch vielleicht mit Racing anfangen. Und dann kann man schon mal für ein Weihnachtsgeschenk gucken. Hm, ja, macht Sinn.
So, ich werde mich gleich mal warm fahren und die Drücke mal rausfahren hier, oder? Hat er seine Brücke irgendwo notiert? Weiß ich nicht. Schwierig. Nö, ich sehe nichts. Doch, im Stintplanung. Ja? Ja. Kannst du mir mal bitte noch das Setup schicken, was du jetzt hast, das volle? Ja. Boah, Alter. Ja, hab ich gesehen. Warte ich, bis er in die Box reingeht, dann fahre ich mich fix fahren. Ich habe jetzt noch 3 Minuten. Soll ich noch eine Runde fahren? Ja, ausreizen bitte. Okay. Hast du deine Reifendrücke eingestellt? Die habe ich eingestellt, ja. Aber natürlich, ich wechsle sie nicht, aber ich hoffe, dass sie sie trotzdem aufpumpen. Und er fährt auch im Doppelten? Ja, ja, klar. Dass du, okay, kein, du musst keinen Doppelten fahren. Ja, wäre jetzt auch kein Problem, du. Ja, gut. Also du willst jetzt 1,5 Stints am Ende fahren? Nee, Latte. Nee, Latte ist nicht. Wie ihr wollt, mir ist es wirklich egal, ich kann so oder so. Zinsen. Das ist keine Antwort. Egal, gibt's nicht. Dann macht's so, wie ihr wollt. Also, wie es jetzt geplant hat. Geplant ist nichts, by the way. Wenn du fährst, guckst du einfach, wie du zurecht kommst. Wenn es gar nicht gut wechselst du. Ansonsten machen wir es so wie jetzt. Okay? Ja, klar. Hätte ich auch so oder so gemacht. Da siehst du. Eieiei. Wir haben übrigens keinen Teamchef. Wir sind alle gleich. Schöne erste Stint, aber gut gemacht. Ah, bin ich mit meiner Pace bin ich nicht zufrieden. Ja, Pace Mace, alles gut, Auto sicher, ist rübergebracht. So, einmal voll machen bitte. Jetzt beginnt der unangenehme Part. Naja, die Reifen sehen aber gut aus, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Ja, bis dato sieht es noch nicht schlimm aus.
Zentren ist dann jetzt kurz bei dir, weil ich fahre Fixreifenbrücke raus. Ja. Gut. Michel macht sich einen schönen Tag mit seiner Frau. Sie hat Urlaub. So, was haben wir denn jetzt? Ist der Trainingsserver noch live? Ich hoffe doch. 18:24. Jetzt ein bisschen aufpassen, du hast noch kalte Reifen mit alten Reifen. Mhm, die sind richtig kalt geworden. Ja. Rechts sind sogar oberflächlich komplett blau geworden. Mhm. Halleluja. Pass bisschen auf. Ich bin auf 25,7 vorne links. Wird schon, wird schon. Na gut. Ach krass, haben sie umgestellt, gut. Also ist richtig. Ah, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ich weiß. Das kann voll enden. Ich weiß. Wenn er leer ist, geht es eventuell noch, aber voll ist es sehr, sehr gefährlich. Ja, plus 30 Kilo Hack. Wenn die Reifen warm sind, guck mal so, dass du 49,8 vielleicht 50 Grad Latt irgendwie anpeilen kannst pro Runde. Wäre optimal dann. Jo. Ich lasse dich alleine jetzt, ich bin aber noch da, wenn was ist, sag's Bescheid. Kopi. Maga, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Fällt gerade ein, guck noch mal im Setup nach, weil ich dir gerade geschickt habe, ob da auch das Differential auf 80 schon steht. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich das da schon gespeichert hatte nochmal. Ja, mach ich gleich. Moin, sind Eisenherz. Thank you.
Timo, die DLCs sind nur 3 Strecken, glaube ich. Und die GT4 Fahrzeuge. Also wenn du das nicht brauchst, dann brauchst du kein DLC. Ferrari, Mercedes, die ganzen Evo-Autos stecken da drin. Ah, die sind auch dabei? Ja. Oh, okay. Also doch. Dann die neueren Fahrzeuge sind dann auch nicht dabei. Eieieiei, 55. Ich hab dir eben Angst gemacht. Ich dachte, du bist in die Wand mit 50 vom Schaden. Nein, nein. Ich hab gerade auf dem Desktop. Ich hab gerade voll gezuckt. So, sorry, nee. Rundenzeit. Alles gut, alles gut. Ja, jetzt wird's wild. Passt dein Reifendruck aber? 27,3, 27,6, 27,6, 28,0? Vielleicht fürs Rutschen oder so? Ja, wahrscheinlich. Passt soweit, eigentlich. Okay. Aber eben in Ascari beim Reinlenken habe ich gemerkt, ja, Hinterreifen, Grip. Guck einfach, was geht. Ansonsten. Ja, ich taste Hauptsache nicht ran. Hauptsache kein Unfall. Ja, richtig. Icebox, moin. Was haben wir gerade für Temperaturen? Ich schaue eben, Moment. 18,24. Na gut, dann passt das ja hier. Auf dem Server sind 17,23. Ah ja, gut.
mache, also blau. Was ist denn da passiert? Bisschen kalt bei dir, ne? Ja. Ja, 49 tief, voll. Ja, ist doch gut. Ja, aber noch zärtlich, reifenschonend, sage ich mal. Also da würde noch ein bisschen mehr gehen. Hm. Fixed. So. Also er muss jetzt gucken, dass er die 50er so hält ungefähr. Ja. Weil die anderen sind mit den alten Reifen alle so 49,5 gefahren. 49 bis 50 hoch halt. Bis 49 hoch. Die sind etwas schneller. So, Reifendrücke haben wir. So, Nordlicht bei Nature, moin, ich grüße dich. Dann können wir ja reinhalten jetzt.
Aber das neue Setup, was du mir geschickt hast, fährt sich sehr viel besser. Findest du? Voll, ja. Also voll auf jeden Fall. Okay. Definitiv, ja. Nach vorne halt ein Klick hoch, ein Klick in der Flügel, fertig. Ach guck mal, Schwesternauto direkt hinter uns. Mhm. Die sind sehr schnell unterwegs gerade. Aber ich weiß, ob die schon gedoppelt sind, haben die Reifen. Aber fährt auf Platz 1. Ja, das Auto ist ja aus demselben Team. Also Herr Molanski. Du bist so eine Arschkatze, ne? Hauptsache, du kriegst deinen dicken Hintern auf diesen Sitz drauf. Hauptsache, du kriegst deinen dicken Hintern hier drauf. Kack Arsch. Was machst du denn hier? Was willst du denn machen? Was ist denn dein Plan? Wenn die kleinste Pogelze müsste ich wieder reinsetzen. Okay. Was ist denn dein Plan? Süßi, erzähl mal. Was ist dein Plan? Das stellt ACC automatisch ein, Blue. Was ich ja schön finde, ist, dass unser Schwestern-Team-Auto sich richtig wieder schön nach vorne gekämpft hat. Selber Dings wie wir. What the fuck? Ja, ich sag ja, die fahren die ganze Zeit 48er-Zeiten. Die sind schnell. Ha! Schlechter Specht. Klar ist P1 noch drin. P1 ist immer drin. Haben wir eigentlich schon Katz auf dem Auto? Nein. Weil ich da immer ausweichen musste. Ach so, ja. Also, wo fährst du dir eigentlich? Geh eh keinen rein, außer du musst ausweichen. Ja. Oldschool, wir sind in einem Team. Wir sind in einem Team. Aber der Aston hinten ist auch richtig schnell. 48,5. Wir verlieren 2 Sekunden pro Runde, holy shit.
Ja, Reifen doch ein bisschen halt, ne? Das ist halt Reifendoppelstinten. Das macht halt überhaupt keinen Spaß. Doch, einmal noch Nordmann. Nochmal 2 Stunden. So lächerlich. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Hype Bigfoot, ein Hype Bigfoot, ein Hype Bigfoot 1, Hype Bigfoot 1. Hey Fischi, danke schön für 12 Monate. Willkommen zurück. Vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Der AMG ist aber auch schon wieder weit vorbei an uns. Jo. P2. Der hat ja 30 Sekunden rausgeholt. Jo. Aber, fährt halt sehr sinnig. Und der ist der Einzige, der gerade die Reifen doppelt zündet. Das ja gut, der Dings hat ja auch vorher gedoppelt zündet. Genau, der Mercedes, ja. Der muss auch nochmal. Soll ich gegenhalten oder soll ich einfach passiv fahren? Wenn du zu viel verlierst, lass vorbei, ansonsten halt gegen. Hast du gerade gesehen, wie der rangekommen ist, der Dings? Ding ist, hier kann ich es halt nicht halten. Gut, ich kann einmal gegenhalten, aber die werden mich dann eh kriegen. 900, Draken. Ich glaube, was ein Unterschied auf Gewicht macht. Map 1 und Gewicht, AMG gleich Schritt gegen links, Aston Martin. Ne, wir haben Map 2 drin. Ja, sag ich ja. Erst Mathe Map 1 aber. Ja. Aber damit habe ich schon mal unserem Schwesternteam ein bisschen Dienst erwiesen. Das kann ich jetzt gar nicht mehr gegenhalten. Jo, moin. Ja, vielleicht sollten wir überlegen, nächste Season nicht den Mercedes zu fahren als Endurance Auto. Ne. Der ist halt einfach... Sollten wir vielleicht wirklich nicht, ne? Ja, stumpfe Waffen. Es gibt keinen. Ich verstehe es halt immer noch nicht, dass er 30 Kilo bekommen hat, auch fürs Rennen. Also, egal. Also, fürs Qualifying verstehe ich. Bei den Ascari verliere ich enorm viel Zeit. Aber Rennen kannst du knicken. Map 2 auch noch die ganze Zeit fahren, also das ist schon. Also, egal. Ich habe mich gut genug aufgeregt. Auf jeden Fall eine coole Entscheidung gewesen, ja. Wenn wir jetzt 3 E-Sportler gewesen wären oder so, wäre das kein Problem gewesen. Aber wir fahren auch alle nicht ultra schnell. Na toll, das 50-Meter-Schild ist weg. Hast rechts an der Bande. Nee, ich hab sowieso einen anderen Bremspunkt, kurz hinter der durchgezogenen Linie, die aufgemalt ist. Aber trotzdem danke.
Ja, ich glaube, auf der nächsten Strecke sieht es auch nicht besser aus. Was kommt denn da? Ich glaube, das sind alles so die Strecken, wo man mit einem Mercedes Spaß haben kann. Immer noch 900 Dragon, 900 Grad Dragon, 900 Blue Dragon, 900. So, jetzt habe ich viermal gesagt, in der Hoffnung, dass du es gehört hast. Alles gut, Dragon. Sehr gut, Chat. Prima. Schenk mal so 30 Minuten jetzt, Tom. Ihr Säckels. Ich weiß gar nicht, also ich weiß wirklich nicht, was als nächstes kommt. Keine Ahnung. Bestimmt irgendwas Witziges, da kriegen wir dann irgendwie 90 Kilo rein oder so. Oh, Butthurst ist das nächste? Oh, da kriegen wir auf jeden Fall Gewicht rein. Da kriegen wir Gewicht rein. Ja, 5 Stunden Bathurst. Ja, da kriegen wir auf danach jeden Fall. Kommt 24 Stunden Spar. Und wenn wir da Gewicht bekommen, kann ich schon beben. Wollte ich gerade sagen, also wenn wir ein Spargewicht bekommen, dann aber holla die Waldfee. Da muss der Aston mindestens 50 Kilo bekommen. Wenn das mal reicht. Kann man sein Auto wechseln? Nee. Dann würden die Leute immer ohne Gewicht fahren. Ja, dann würden die ja immer alle irgendwas anderes fahren. Aber das ist schon wirklich sehr frustrierend mit dem Auto hier. Der Ferrari hat uns auch bald wieder. Der in die Wand gefahren ist. Ja. Ferrari ist euer Auto? Oh. Mit dem haben wir seit heute nicht mehr ganz so ein stabiles Verhältnis. Hat alles angefangen. Wirklich alles. Ja, und dann kam Turn 2 und dann waren wir Fünfter. Ja. Weil zwei Autos sich überhaupt nicht benehmen konnten. Tippitoppi.
danach kam eigentlich nur noch Scheiße auf uns zugeschmissen. Du kannst in der Karriere ein anderes Auto fahren, du musst aber erstmal das Dings machen. Das Anfangs-Bootcamp. In der Karriere. Da fährst du ein Lambo. Dann kannst du dir ein Auto aussuchen irgendwann. Aber die Doppelstints, also mit den doppelten Reifen, fahren wir nicht komplett zu Ende, oder? Wie meinst du? Naja, das wäre ja schwachsinnig, wenn wir die jetzt ausfahren würden. Wir haben ja eh schon Zeit gespart. Ja, wir müssen nochmal. Naja, einmal müssen wir noch. Nee, das meine ich ja. Aber ja. Das würde ja trotzdem nicht komplett zu Ende fahren dann, oder? Wie meinst du das? Das sind 65 Minuten ausfahren, oder was? Ja, genau. Ja, das müsstest du nochmal ausrechnen, nachher, wie viel da noch übrig ist. So, noch circa 32 Minuten. Copy. Vogti, du Spinner, ey. Hör auf jetzt. Weeby! Ich finde das ist schwachsinnig, wenn wir jetzt ausfahren komplett, das ist die Doppelstints da mit den alten Reifen, das bringt nichts. Da verlieren wir zu viel Zeit. Jo. Da würde ich lieber am Ende den kompletten Stint ausfahren mit guten Reifen, anstatt den letzten Stint mit guten Reifen nur irgendwie 30 Minuten zu fahren, weißt du? Oder wir heben uns einsatz alte Reifen für die halbe Stunde am Ende auf. Das ist auch mein Gedanke eigentlich, dass wir ab jetzt dann, also nach AVA, komplett immer Reifen wechseln. Dann müsste am Ende theoretisch so Pi mal Öre 1 Stunde 20 Minuten übrig bleiben. Ja, und dann müssen wir am Ende halt, sag ich mal, nur noch 20 Minuten auf alten Reifen fahren, oder? Genau, so war mein Gedanke auch. Ah, okay. Ja, wenn du es so meinst, okay, ja, dann ist es auf jeden Fall. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde dann jetzt gerne auch wieder ein bisschen. Ja, deswegen auch. Wir brauchen jetzt ein bisschen nach vorne. Ja. Wir haben jetzt echt leider sehr viel Zeit verloren. Pro Runde 2,5 Sekunden immer. Jo. Ach, ausdenken, Strategien ausdenken. Wofür fahren wir denn 9 Stunden? Dass wir in der Woche Strategien uns ausdenken? Da hat doch kein Schwein Zeit für. Come on. Vor allem wird es ja langweilig dann. Eben. Wir müssen ja noch irgendwas nebenbei tun, ne? So. Ja, sonst sitzen wir die ganze Zeit. Spannend bleibt. Okay. Wild. Jeet. Wofür haben wir denn 9 Stunden? Außerdem seid ihr dann da, dann können wir das mit euch durchsprechen. Ey, am Ende ist sowieso immer dieselbe Strategie, Chat. Volltanken, 65 Minuten fahren, volltanken, 65 Minuten fahren und gucken, was übrig bleibt. Das ist die Strategie. Alles andere macht doch überhaupt gar keinen
ergibt gar keinen Sinn, weil wenn uns jetzt einer hinten reinkachelt, dann können wir alle Strategien über Bord werfen. Kommt eh immer alles anders. Bei irgendwem fällt die Bremse aus, beim nächsten, der hat sich, weiß nicht, ins Auge gepiekt oder weiß der Geier. Also können wir das auch geschmeidig im Stream machen. Ganz entspannt. Geil, dann kann ich ja jetzt gleich eine Stunde richtig angasen und muss nicht auf die Reifen achten. Finde ich gut. Du kannst doch 2 Stunden angasen. Geil. Wenn du das möchtest, ist ja die andere Frage. Ja, sehr gerne. Dann kann ich auch 48er fahren, weil ich bin eben gerade sehr entspannt die Reifen gefahren. Ja, ja, gib ruhig Gas. Also irgendwie, das kriegen wir am Ende schon irgendwie noch gut gemacht. Ja, das ist ein guter Spirit, finde ich gut. Ich glaube, Ava ist heute aber auch nicht so in Topform. Nee, also der Ferrari sieht auch auf Alpen pushen, glaube ich, hinten. Aber die fahren auch 49er Zeiten. Hohe. Ah, vielleicht hält es ein bisschen 2 Sekunden bedeckt. Aber gut, ich habe auch Tage, da läuft es nicht richtig. Hat nee, ist, da, nicht, ich. Ist nicht wild, wir sind ein Team. Eben. Kann ich hier Reifendrücke geben? Habe ich gerade eingestellt, weil ich noch Discord offen habe. Prima. Gut eingestellt. Also ich gehe nochmal durch. Also 25,9, 27,7, 26,5, 27,1. Jo. Perfekt. Ach, das ist echt dann ohne Witz. Das, also die Bob ist wirklich, die ist wild einfach. Ja. Die ist wirklich, also die ist wirklich wild. Ich kann es ja verstehen, wenn man den Mercedes irgendwie fürs Qualifying nerft, aber Alter, im Rennen ist das wirklich einfach nur so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Map 2 fahrt, 30 Kilo extra, Reifenverschleiß aus der Unterwelt. Auch cool, wie das passt. Ich habe nämlich das erste eine Runde vorher eingestellt. Reifenverschleiß aus der Unterwelt so und du kommst auf der Geraden, bist du halt einfach. Denn dieses Auto ist in dieser Bob so kastriert, du hast einfach, du scheißt nur rein, ey. Jedes Kackauto fährt schneller als du. Überleg mal, wie viel Zeit wir schon verloren haben. Jetzt auf Dauer. Das ist richtig insane. Das ist richtig krass. Vor allen Dingen fährt er sich die ersten 30 Liter richtig, richtig schwer. Ne, vorhin seid ihr Map 1 gefahren. Vorhin seid ihr Map 1 gefahren. Aber beim Fefe geht ja Map 1, Map 3 noch Stun. Aber im Vergleich jetzt beim Mercedes von Map 1 auf Map 2 ist ja wirklich die Superkastrierung. Und Map 3 ist einfach der Tod. Map 3 ist geht der gar Tod. Nichts mehr. Nee, das ist so. Du fährst die Bobbycar. Ja, da kannst du auch zu Fuß nebenher laufen. Doch, Mercedes ist eigentlich schon ziemlich gut. Nur das Problem ist halt, dass der Mercedes zum Beispiel auf Spa, ne? Also auf Spa ist der Mercedes ultra fucking stark im Qualifying. Aber im Rennen kannst du den halt komplett in eine Tonne drücken, weil du das scheiß Ding immer auf Map 2 fahren musst. So. Und dann sehen die Leute halt immer Quali-Zeiten und dann kriegst du halt 30 Kilo reingedrückt. Ja, moin. Also, ist, wie gesagt, auf Spa ist das auch so. Ich fahre meine schnellsten Rundenzeiten auf Spa mit dem Auto, aber im Rennen, da
kannst du halt total vergessen, weil überhaupt nicht konkurrenzfähig ist. Jetzt auch Beispiel, bestes Beispiel, der AMG war schon, der Dings vorne, der Aston Martin. Fährt 48er Nullzeiten. Ja, ohne Gewicht. Der schnellste, zweitschnellste Mercedes, sind aktuell der schnellste, glaube ich, gewesen. Der zweitschnellste fährt 48,6. Das sind 6 Zehntel langsam auf die beste Runde gerechnet. Und im Quali waren wir alle schneller als der Aston. Jung. Eriksen, wir wären im Quali langsamer gewesen, schneller gewesen, ja. Aber im Rennen wären wir ungefähr gleich auf dann. Nee, Gaming, es gibt nicht das. Gibt nicht das beste Auto. Nee. Ja, ist jetzt auch egal. Wir müssen damit halt jetzt um und fertig ist. Müssen wir das Beste draus machen. Am Ende. Man könnte ja noch mal Feedback dazu geben dann am Ende. Wir kriegen so oder so Gewicht, Ricola. Also dieses Gewicht ist auf dem Auto drauf. Nonetheless. Es ist 30 Kilo sowohl im Quali als auch im sowohl im Quali als auch im Rennen sind 30 Kilo drauf. Ich meine, da vorne der AMG kriegt's ja auch gebacken. Also es geht auf jeden Fall, außer Frage. Ja, der fährt 49,5. Im Vergleich zum Ferrari mit Aston mit 48,7. So. Ja, nee, ich meine aber, dass es halt trotzdem schneller gehen würde, weißt du, was ich meine? Ja, gut, okay, das ja jetzt mal von Aber, mal davon ab. Aber ist jetzt halt fährt auf alte Pushen. Genau, ja, wir dürfen halt nicht die roten Zeiten von uns in Betracht ziehen, stimmt. Nee, mach ich ja nicht. Wir nehmen ja den vorne, weil der ist auf neue Pushen, selbes Ding. Ist auch mit dem Mercedes in derselben Runde. Also ich glaube, 20 Sekunden haben die oder so. Ja, die sind, nee, ich meine in derselben Runde mit derselben Pit-Strategie. Also die sind ähnlich unterwegs. So. Und der schafft ja. 49,5 auf 48,8 im Vergleich. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch alte Reifen sind beim AMG. Nee. Der ist vorhin alte Reifen gefahren und da ist der 50,5 gefahren. Ja? Okay. Ja. Also ich glaube nicht, dass der auf alte Reifen fährt. Na gut, okay, sagen wir es mal so. Ich kann mir nicht hundertprozentig sicher sein. Sagen wir es mal so. Aber vorhin sind sie 50, 51 gefahren mit alter Reifen. Wir doppelstinten gerade die Reifen. Namenloser Dude. Wie lange hast du jetzt noch, Ava? 20 Minuten. Okay. Und dann gehe ich gleich nochmal auf die Pipi-Box. Oh lol, P1 überrundet uns gleich. Ja, klar. Holy shit. Ich bin mir nicht sicher, ob die schon Reifen doppelt sind. Vielleicht heben die das bis zum Ende auf oder so. Ja, aber bei denen ist es nicht so schwer, weißt du? Die haben nicht schon mal extra 30 Kilo oben drauf. Auf die alten Schlappen dann. Bobs sind cool. In dem Rennen davor hatten wir auch extra Kilo. Ganz kurz, jetzt guck mal bitte in die Tabelle rein, wenn du Tab drückst, wie viele Aston fast im Mittelfeld mit dabei sind. Nach vorne gerutscht sind alle. Hm. Alle, ja. Also 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Ja,
Ja, wie gesagt, es bleibt uns ja, also am Ende bleibt uns nichts übrig, müssen wir jetzt halt mit um und dann ist es halt einfach so. Ja. Ich glaube, wir können uns auch für den Rest der Season auf fast allen Strecken mit Extragewicht wir werden auf allen Strecken Extragewicht haben, gehe ich von aus. Wenn das Spar wieder 30 Kilo sind, dann. Also dann bin ich wirklich fast am Sagen, dann scheiße ich auf die 24 Stunden. Wo auch immer jetzt diese Zeit herkommt. Also, wenn wir auf Spar extra Gewicht kriegen, also, dann würde ich aber. Also. Ich sag mal von mir aus, bis 15 Kilo lasse ich mir noch gefallen. Eventuell. Naja, also ich würde da ehrlich gesagt gar nichts draufpacken. Ja, würde ich auch nicht, aber jeder weil das Auto halt auf Spar wirklich überhaupt nicht konkurrenzfähig ist, Alter. Ich bin damit letzten 6 Stunden Spar gefahren, Junge. Da ging gar nichts. Da war es null und nicht konkurrenzfähig. Boah, zweimal die Wurst getroffen. Boah. Kilo. Ja, wie schwer. 50 Kilo, ja. Und vorne noch eine Bratwurst dran. Dann. Da kannst du auch gleich in der Boxengasse stehen bleiben und da einfach killen. Spar ist alles über 5 Kilo zu viel. Selbst 5 Kilo sind zu viel. Selbst 5 Kilo sind zu viel. Das Ding ist ja, dass der Mercedes 0,00000 irgendwas Prozent konkurrenzfähig in Endurance-Rennen ist. 50 Kilo für einen Aston Spar, der hat bestimmt dann 0 Kilo. Vom Entwickler genervt das Auto und dann nochmal von der Dings-Rennleitung auch nochmal genervt. Das ist richtig wechselnd, ja. Das stimmt. Was ich aber gut finde von Ava, er pusht halt nicht zu stark, dass er das Auto irgendwie außer Kontrolle verliert. Nee, eben, also er fährt halt konstant seinen Schuh runter, ne? Ja. Ist auch das Beste, was wir so machen können jetzt. Sparen nur Rückwärtsgang. Anhänger hinten dran, ja. Einfach einen Wohnwagen dran klemmen. Zack, Bob gelöst. Ich habe ihn bis jetzt nur einmal leicht neben der Strecke gesehen, ne? Was hast du? Ich dachte, ich habe den bis jetzt nur einmal leicht neben der Strecke gesehen. Ich bin ja ständig in dem einen Turn da, ich weiß nicht, wie die heißt, die Kurve, aber bin ja ständig links raus. Ja. Deswegen, echt gut. Ja gut, aber er fährt ja auch ein bisschen entspannter, sag ich mal. Ja, aber trotzdem, ist trotzdem gut, also kein Risiko halt. In Spar gibt lieber es noch so? Die Hälfte an Sprit und nur noch 5 Reifensätze. Ja. Also ganz ehrlich, Spar, 30 Kilo extra mit Mercedes, Eau Rouge hoch, kannst vergessen. Absoluter Krimi. Absoluter Krimi. Kannst nicht gleich löschen gehen. danke, Nick Diamond. Schöne Grüße zurück. Kann man Sprit auch begrenzen? Nee, nur die Fahrzeuge. Aber konnte man nicht auch, sag ich mal, Power wegnehmen als Handicap? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nur Gewicht.
Das geht, glaube ich, im realen Leben mit irgendwie Leistungsbegrenzern, aber... Naja, ich glaube, es gibt die Option, einen Restrictor einzusetzen, also zu vergeben. Chat, weiß das einer? Okay, Lesmo 1 ist mittlerweile richtig eklig. Wie viel hast du jetzt noch? 14 Minuten genau. Okay. So, dann gehe ich jetzt nochmal auf die Pipi-Box. Und vergesse jetzt mal die 30 Kilo, weil das, sonst geht das den ganzen Abend so. Ich hab Bock drauf. Naja, am Ende können wir darauf scheißen, weil wir können es eh nicht ändern. Weißt du? Also wir können es jetzt tot sprechen und diskutieren und... Bringt trotzdem nichts im Endeffekt. Nee, wir müssen jetzt halt einfach das Beste draus machen und fertig ist. Einfach nochmal angasen gleich und dann geht das schon. So, genau. Bin gleich wieder da. Ich lade nochmal schnell 30 Kilo auf Klo ab. Alle Map 6, nee, das meine ich nicht. Ja, das habe ich genauso, habe ich mir auch gedacht. Wenn du weißt, dass gute Fahrer auf dem Fahrzeug sind, kannst du gerne dem Fahrzeug dann auch eine BOP-Anpassung geben. Aber jetzt stell dir mal vor, Leute nehmen den AMG, fahren gefühlt, sind Amateure, fahren 20 Sekunden langsamer. Jetzt mal Extrembeispiel, ja, einfach mal so. Und kriegen dann noch 30 Kilo oben drauf. Finde ich nicht gut. Nur weil das Auto schnell sein kann, musst du den Leuten, die damit vielleicht fahren wollten, weil sie Spaß dran haben und nicht wirklich schnell sind, den Spaß nicht noch nehmen. Oder von mir aus halt irgendwie die Top 10 im Qualifying bekommen ein bisschen extra Ballast oder so. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber gut, das kann man ja dann anstreben im Endeffekt mal als Verbesserungsvorschlag etc., dass sie dann auch mal da Feedback bekommen. Ich glaube, da haben sich doch einige aufgeregt. Aber wie gesagt, das ist immer eine schwere Entscheidung auch als Rennleitung, das dann da irgendwie zu setzen. Im Endeffekt wollten die halt eher Gleichberechtigung auf der Strecke. Ich glaube, das gibt jetzt eher vielleicht sogar ein bisschen, ja, ich will es nicht Hate nennen, aber ja. Kugelblitz, ja, stimme ich dir zu. Das muss nicht schön sein, gerade mit den Reifen, das stimmt schon. Ich finde schon, wenn du halt das Feld beisammen haben möchtest, damit alle, sag ich mal, im Endeffekt die gleiche Pace haben. Ja, das ist alles scheiße, stimmt schon, hast du eigentlich auch wieder recht. Aber ich finde es trotzdem besser, als irgendwie einfach allen Autos einen Ballast zu geben. Ja, hast schon recht dann, ja, stimmt schon. Einigen wir uns einfach drauf, dass alles scheiße ist. Racing FX, ja, im Quali ist es wie gesagt kein Problem gewesen, aber im Rennen, da wir halt durchgehend mit dem AMG Mac 2 fahren müssen, das heißt, es fehlt ein bisschen Leistung, dann noch 30 Kilo obendrauf, dann haben wir noch einen extremen Reifenverschleiß. Das macht schon die Kiste echt langsam jetzt im Rennen. Im Quali war das auch eine Frage. In Ordnung, sage ich die 30 Kilo, wie es ist, ja. Aber jetzt beim Stundenrennen gestern oder jetzt halt im 9-Stunden-Rennen, das ist schon belastend. Du kannst es nie im Recht machen, das ist außer Frage. Wirklich, das ist außer Frage.
Aber was ich auch nicht verstanden habe, dass der Porsche hier Gewicht bekommen hat irgendwie. Aber siehst du, da sind wir bei dem Beispiel wieder, das kannst du nie jemandem recht machen, ne? Irgendwo hat man überall was zu meckern. Am besten einfach gar nichts setzen, da kann auch keiner meckern. Dann sind sie selbst dann schuld hier, weil sie sich das Auto selber ausgewählt haben dann, wenn sie zu langsam sind. Und ich würde sagen, jetzt haken wir das Thema erstmal an mit der BOP. Schon wieder genug. So, da bin ich wieder. Baby. Let's go. Hat eben vor 2 Minuten circa gesagt, noch 10 Minuten. Oh ja. Naja, vorher wusste ja auch keiner, dass hier irgendwie eine BOP gesetzt wird. Also hat sich ja auch jeder das Auto ausgewählt, was er fahren möchte. Oder fahren wollte, ne? Da kannst du jetzt nicht mit dem Argument kommen, dass jeder dann das Auto wählen würde, was am schnellsten ist. P1 war in der Box. Nach 30 Runden. Sind vielleicht wirklich mit alten Reifen gefahren, ne? Ja, kann sein. Oh, dann waren sie ganz schön schnell. Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre wild gewesen. Aber wie gesagt, der hat keine Kilos drauf, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass die Reifen da nicht so versagen. Ja, geht schon. Kriegen wir schon hin. Ja. Machen wir schon. So, kriegst du nochmal was drin, kippen in Rachen. Das ist ganz schön kalt geworden jetzt. Die Reifendrücke waren für 3, obwohl es geht. Für was bist du gefahren? 22. Ja, dann stimmt es doch, oder? Ja, ja. Ja, ja, das geht. Alles gut. Ja, ich hätte ja richtig mal Bock auf so ein Rennen mit dem Porsche Cup Auto, ne? Okay. Jeder die gleiche Kiste einfach. Fix Setup am besten noch und dann gib ihm. Ja. Oh. Warte mal, ich will gar nicht, ich bin ja noch im Stream. Dann nehme ich einen Fefe-Cup. Hat er auch ein Cup-Fahrzeug? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Der neue Lamborghini soll aber reinkommen als Cup-Fahrzeug noch, ne? Keine Ahnung. 21er. Weiß ich nicht. Ich hab irgendwas gelesen gehabt. Super Trofeo, wie das Ding beschimpft dann. Und 4 Minuten 50 noch. Bin da. So, ich gehe rüber, ja. Du kannst aber mit Chat trotzdem reden. Alles klar, dann viel. Könnt ihr Exzentren hören, Chat? Vernünftig? Check 1, 2, 1, 2. Hört ihr mich?
Laut genug? Okay, wunderbar. Nice. Robin, bei dir? Jo. Hallo, Chat. Jetzt sind wir alleine. Was habe ich denn gesagt? Noch nix. Ja, aber das heißt doch nichts. Wir sind nur alleine jetzt. Okay, eine Runde fahre ich noch. Yep. Naja, Tank ist halt leer, ne? Deswegen gehen da jetzt ein paar bessere Runden eventuell noch mal zum Schluss. Und Map 1 gerade, ja. Oi. Da hat man gerade die abgefahrenen Reifen gesehen. Jo. Gut gefangen. Du bist gleich durch. Ja, ich darf nicht abfliegen. Ansonsten haben wir ein größeres Problem als den Schaden. Ja, und die können die. Wenn die zu viel Druck bekommen, können die ganz schnell platzen. Oder halt abgefahren sind. Schön gefahren, aber. Super gemacht. Oh, danke, danke. So, noch 3,8 Liter. Hätte noch mal eine Runde mit Amp 1 fahren können. Kannst du da auf Map 2 stellen? Jo. Ah, komm hoch. So, Map 2. Was für eine BB? 57,8 und ABS jo. Auf 2. Jo. So, noch 18. Ich mach dir dann den Motor an. Mhm. Oh, scheiße, mein Schleißbein. So, noch 10. 5, 4, 3, 2. 1, go. Let's go. Okay, warum auch immer. Ist egal. Ja. Toi, toi, Dizzy.
So, hello. Hello. Ja, wenn das Auto leichter wird und mit Map 1 ein bisschen kompensieren kann, dann geht da noch was. Dann geht es wieder, ja. Ja. Aber kurz mal eben overall gesagt, lieber sauber durchkommen, ohne Ausritt oder ohne Schaden etc., als sag ich mal, versuchen mal auf Rundenzeiten zu pushen. Ja, richtig, deswegen, ich war halt Ascari immer mega vorsichtig. Ja. Weil ich auch aus Erfahrung weiß, dass man da schmerzhaft abfliegen kann. An mehreren Stellen. Mhm. Aber trotzdem gut gemacht. Danke, danke. Auch wenn ich mit vom ersten Stint mit meiner Pace halt nicht zufrieden war. Ja, mein Gott. Nicht so schlimm. Aber es ist halt schon wild, die ersten 30 Liter, wie schwammig das Auto halt ist. Das merkst du richtig. Und wenn du noch so 90, 85 schon drin hast, dann geht's langsam. Ja, dann kommst du eigentlich so in den normalen halt, Bereich. Dann fangen aber die Reifen halt wieder an, sag ich mal, leicht nachzugeben schon. Ja, mit den ganzen abgefahrenen Reifen eben musste ich echt bei den Kurven rein, durfte ich nicht zu schnell rein, beziehungsweise dann auch nicht so schnell von der Bremse runter. Also nicht so extrem von der Bremse runter, weil dann neigte es echt zum Übersteuern. Mhm. Danke, Sotte. Und danke für die ganzen Wiggles, ja, ich muss auch trinken. Gönn dir. Und dann braucht der letzte Double Stint sozusagen nur eine halbe Stunde noch mit den alten Schlappen fahren. Oder wie habe ich das genau mitbekommen? Circa halbe Stunde, 20 Minuten, je nachdem, wie weit man da jetzt fahren kann. Ja, nice. Also ich habe eben den Stint ausgereizt. Ich glaube, ich habe jetzt nicht zuletzt geguckt, aber ich hatte so noch einen Spielraum von 30 Sekunden. Deswegen meinte ich, ich darf jetzt nicht abfliegen, weil... Ja, ja. Hatte ich auch 58 Sekunden oder so letztes Mal, ja. Da muss man dann echt aufpassen. Ja. Aber weißt du was, ich mache mir jetzt einfach auf dem Handy den Chat an. Als da rumkippen und hin und her und ach, scheiße. Ja, ist auch eine gute Lösung. So. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin nicht bei 100%. Also ich trau mich gerade nicht 100% zu geben. Das hat man gemerkt, weil du manche Runden dann doch irgendwie eine 49,3 oder so fahren konntest und dann wieder 50,5 oder so. Ja, auch schon im ersten Stint halt. Das ist A, einmal Ascari. Ich weiß, wie man dann noch deutlich schneller durchkommt, aber mit den Evo ist das so eine Sache. Hier, wo gerade Dizzy ist, fahre ich mit den alten Bands komplett auf dem Astro-Turf. Ja, da kannst du alles mitnehmen, ich weiß. Aber ja. Mit dem Ding, da hebelst du dich aus, da rutschst du weg, Winterreifen, natürlich. Ja, und links wieder. Ja, und genau, das kommen wir auch noch dazu. Das Auto ist ja nochmal anders unberechenbar. Und dann links über den Körper, normalerweise bretter ich da immer rüber. Aber aus Vorsicht habe ich das mal ein bisschen sein lassen. Sonst nehme ich diesen Körper Ascari links komplett mit. Ja. Magic, ne, Zwischenfälle gab es keine, aber wir sind halt ein doppelter Reifen jetzt gefahren. Bedeutet halt, im zweiten Stück kannst du halt nicht mehr so fahren wie mit frischen Reifen, das ist langsamer. Und aber hat er eben gerade gesagt, der war nicht ganz so, sag ich mal, konform, wie das Auto sich so verhält aktuell. Und demnach halt auch rundenzeitentechnisch etwas langsamer vielleicht als die Spitze vorne. Deswegen haben wir halt jetzt 3-4 Plätze verloren gehabt. Aber gut. Der Start lief auch nicht geil. Müssen wir auch noch zu sagen. Hätte aber schlimmer laufen können. Ja, gut. Hätte ich nicht nachgegeben, wäre das schon gelaufen, glaube ich. Ja. Aber es hätte auch von einer richtig reinjieten können und komplett mal eben Bowlingkugel sein. Ja, würde. Aber wenn das bei den 9-Stunden-Rennen passiert, dann würde ich mir nichts mehr wirklich mitfahren lassen. Ja. Weil so viel muss man dann schon das Auto beherrschen und ein bisschen Verständnis dafür haben, dass du nicht in der ersten Kurve bei 9 Stunden direkt in alle reinfährst. Ja. Also setze ich zumindest mal in meiner Vorstellung voraus. Mhm. Ja, was uns halt killt, sind halt auch die 30 Kilo. Die merkst du halt so extrem.
Ja, haben wir eben schon die ganze Zeit diskutiert drüber. Ich würde sagen, wir lassen das Thema trotzdem mal. Wir haben wirklich eben 20 Minuten, 30 Minuten nochmal gesprochen. Na, hier BOP da, hier Porsche hat Kilo bekommen, ja, ja. Hier der und das und dann noch Spar eventuell noch und dann hier, ach, keine Ahnung. Können wir schon ein Buch drüber schreiben mittlerweile. Ja. Macht ja auch das Setup bauen ein bisschen schwierig. Also ich habe halt das Problem hier bei dem Setup, dass er mir leicht zu übersteuernd ist am Eingang der Kurve. Ja, lenkst du vielleicht zu viel oder bremst du zu lange? Ich glaube, ich bremse zu lange. Deswegen habe ich die BB ja schon auf 59% hochgemacht, da ging es dann auf. Ich hab's fast geahnt, dass sie rechts so hoch werden. Aber sehen das denn aus? Ah, 28,1, jo. Ich hatte schon im Bauchgefühl, ich wollte es nicht sagen, aber diese 27,7 vorne rechts klang mir irgendwie so viel. Ist das unser Lieblings... Ja. Denn seine Haube sieht auch nicht mehr so gesund aus. Glaube ich. Wo ist es Dreck? Also Nils fährt jetzt ein Doppelstint, oder? So habe ich verstanden, aber halt zweimal frische Reifen. Ja, das ist mir schon klar. Mir ist lieber gewesen, wenn der Reifendruck links vorne zu hoch wäre. Hätte er einfach ab und zu mal ja. ein bisschen rausfahren können, dann sinkt er eh. Ja gut, ich bin ja nicht so weit rausgekommen wie du, da hat sich mal einer halt gehalten. Hat er jetzt gelupft oder ist das einfach ein Joke gewesen, dass der so schnell ist? Der ist so schnell. Also. Ach Mann. Nee, aber wir verlieren nichts über das Thema. Guck mal, er dachte, hat er doch gelupft. Ich weiß nicht. Also zumindest dachte er, glaube ich, dass er gelupft hat. Ja. Z hat er gelupft? Hat es jemand gesehen? Auch nicht drauf geachtet, ja. Ja, vom Gefühl her ja, aber können auch 30 Kilo plus Map 2 gewesen sein. Ja. Ein voller Tank halt. Richtig. Mir zeigt mir doch mal einer, der McLaren kann keine Curbs mitnehmen. Der fällt ja voll der Kamera darüber. Mhm. Man darf ihn nicht zu tief machen, ein bisschen höher und dann sollte das glaube ich alles gehen. Er kann ja voll darüber heizen, ohne Shit. Also ich mag den Benz ja, also den Evo. Aber auf Monza mag ich den alten lieber. Ich vermisse das echt, mit den alten Benz über die Curbs einfach rüber zu brettern und ihn hat's einfach nicht gejuckt. Vielleicht wäre es der Five-Head-Move gewesen, hier mit einem alten Benz sich anzumelden und keiner hätte darauf geachtet und er hätte keine Kilos bekommen. Okay, er hat nicht gelupft, okay.
Ja, das ist immer krass, Alter. Ja. Und der denkt, er hat gelupft, hat sich bedankt, ey. Ja. Krass. Na gut, dachten wir ja auch eben, ne? Hätten wir ja, das, klar. Den Beweis gehabt, sag ich mal. Schon krass. Gut, die werden aber auch einen niedrigen Flügel fahren. Wenn nicht sogar Einser- oder Nullerflügel. Jo. Moin, Schübi. Bin ich sakrilisch auch schon auf die Idee. Ey, der Magger hat gute Zeit im Delta gerade. Jo, oh ja, nice. Ja, die 48er war mir verwehrt geblieben, leider. Weil, weißt du, warum ich mich... Also, ich... Weißt du, das ist ja so... Ich weiß... Also, ich weiß, was der Grund ist, warum ich langsamer fahre. Aber trotzdem ärgere ich mich, weil ich weiß, was ich eigentlich auf dieser Strecke kann. Und, ja, gut, ja. Habe ich aber auch oft bei manchen Rennen schon gehabt. Ich meine, Monster ist ja eine meiner Lieblingsstrecken und dann auch noch mit der Kombo mit dem Benz. Ja. Ja, ist ja halt wieder nicht so wild jetzt. Lieber ja. Safe durchgekommen als irgendwie das ja, richtig und dann. Also im zweiten Stint habe ich mir so in Gedanken gedacht, das ist irgendwie gerade Spaßfrust. Ich habe Spaß, aber gleichzeitig Frust, weil die Reifen tot sind. Das glaube ich. Aber ich bin mal später gespannt. Ich weiß nicht, wer fährt wahrscheinlich ich dann das Ende. Mal gucken, wie sich dann da die Reifen die letzten 20 Minuten nochmal anfühlen, wie man richtig pushen soll. Ja, weil es dann kältere Temperaturen. Ja. Gefühlt habe ich das Gefühl, dass ich schon fertig bin. Naja, wenn er jetzt noch circa eine Stunde 40 hat oder so. Ja. Ja, also theoretisch habe ich fertig, oder? Naja, also nee, oder? Also diese fährt jetzt 2 Stunden, dann haben wir noch 2,5 Stunden. Dann fährst du noch, warte mal. Ja, dann würde ich vielleicht noch einen Stint fahren und dann du die letzten 1,5? Ja, genau. Oder nee, warte mal, nee, warte. Ja, fährt dich aber auch nur 2 Stints. Ja, richtig, das ist falsch, richtig. Da müssen wir dann nochmal schauen, wie es soweit ist. Gucken wir mal. Ja, genau. Vielleicht ist es schlauer, denn diese jetzt nur 1 Stint fährt. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin nicht gerade. Wenn er jetzt nur einen fahren würde, wer soll denn dann fahren? Ja. Ich? Du? Keine Ahnung. Ich bin gerade verwirrt. Ich kann gerade nicht nachdenken. Chefingenieur, Strategie. Also, ich glaube, am meisten Sinn würde es einfach machen, wenn wir jetzt den doppelsten für ihn durchfahren lassen. Jo. Dann schauen wir, wie es noch läuft. Genau. Wenn da was so übrig ist im Endeffekt, dann kann man immer noch überlegen, wie man das dann gaukelt. Was sagt der Reifendruck? Ich kann es gerade nicht sehen bei ihm. Warte, ich mach mal groß. Wenn ich meine Maus wieder finde. 27,6, 28,2, 27,7, 27,8. Na, geht noch. Solange er hinten nicht zu heiß bekommt, ist gut oder zu viel. Ja. Rechts ist jetzt eigentlich nicht ganz so problematisch. Es sind ja eigentlich nur 2 Kurven. Eben. Solange hinten links und hinten rechts der Reifen einfach nicht über 27,9 geht oder sowas, ist alles gut. Jo. Weil das wird dann jetzt genau an dieser Kurve hier ekelhaft. Wir haben nur ein kleines Wärmeproblem vorne rechts. Da ist immer so ein ganz leichtes bläuliches Heuchlein auf der Oberfläche. Ja, das bleibt nicht so. Das tut eh noch, wenn es dunkel wird nachher noch, dann ja. Sind die Reifen eh nur noch türkis. Ja, also das erklärt ja auch mal hinten rechts mein Graining, weil der einfach nicht auf Temperatur gekommen ist. Allein weil ich ja ein bisschen die Brake-Balance ein bisschen weiter vorne habe. Und ich habe jetzt schon extra die Bremsen relativ zugemacht. Vorne 3, hinten 2. Ich habe es gehört. Ich hab's beim Anbremsen gehört, ich hab schon dieses Zischen vorne gehört. Mhm. Aber es ist nicht gelb geworden. Also nein, deswegen, es ist gerade am Limit gewesen. Ja. Weil jetzt bei den kalten Temperaturen, jetzt werden die Reifen einfach zu kalt, das geht nicht. Jo.
glaube, das Problem hättest du mit den alten Benz nicht. Da hat sie nämlich die Reifen ganz schön auf Temperatur gebracht. Boah, das weiß ich nicht. Ich bin den kaum gefahren damals. Ich weiß nur, dass er auf Suzuka damals richtig krass abging. Wie, wo war Suzuka? Der alte Benz. Achso, ja. Der war da sehr, sehr gut. Muss auch bedenken, dass die ganzen Intercontinental-Strecken ja eh eine komplett andere BOP haben. Ich stelle gerade die Frage, was würden wir davon halten, wenn die GT2 nächstes Jahr hier reinkommen würden? Ja, ich würde nicht verneinen auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall fahren. Würde mal reingucken. Ja, ich würde ja auch fahren. Ich meine, GT4 macht auch Laune. Also. Ja. Wird aber wahrscheinlich, wenn es ein kostenpflichtiges DLC wieder wird, ist wahrscheinlich nur 15-20% der Leute dann holen, ne? Ja, richtig, leider. Deswegen, ich fahre ja noch in der GT4-Liga, da macht das natürlich Laune, weil da hast du halt ein volles GT4-Feld. Mit den GT4s kann man halt super geil fighten, weil die haben halt mehr mechanischen Grip und weniger Aero. Das macht schon Laune. Ja. Auf jeden Fall. Also ich würde es fahren, zumindest probieren wir, ja. Jo, richtig. Wäre ich nicht abgeneigt. Aber dass die GT2 reinkommen, glaube ich mal weniger. Ich glaube doch, die haben irgendwas angekündigt, dass dass noch was kommt. Also ich weiß, dass jetzt der Supertrophäe der neue kommt, der Lambo. Ja, genau. Und der M4 soll ja auch kommen. Genau, der M4 noch, genau. Er wird einen Monat lang OP sein, danach wird er genervt. Oder einen Monat lang komplett scheiße. Ja, richtig, das kann auch sein. So wie der M6. Ne, M8 ist sogar, ne? Der hier mitfährt. Ne, M6 ist das hier. M6? Ja. M8 ist nur GTE. Ach, keine Ahnung. Ich kenn's nur von iRacing. Ja, richtig, da ist er ja nochmal ein größeres Schiff. M4? Hast du überhaupt auf die Strecke? Ist da nicht zu klein? Oder geht eigentlich? Klar, ist ja nicht so ein Flaggschiff wie der AMG jetzt hier, aber der McLaren ist auch nicht groß. Der McLaren kann sich seitlich hinter den AMG verstecken. Den siehst du nicht. Da kannst du drei hinterpacken. Ja, da 6-7 Fahrzeuge kommen sollen. Ja gut, dann kann es wirklich sein, dass noch eine Klasse kommt, ja. Also eine neue Serie. Ich würde mir ja den Mustang wünschen für die GT4. Ja, die haben den Camaro noch drin, ne? Ja. Wow. Genau das meine ich. Da ist der giftig, wenn du da zu aggressiv drüber gehst. Mhm. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, ob meine Eigenanalyse richtig ist, die auf mich zutrifft, dass ich ein bisschen aggressiver in die Kurven reingehe und deswegen halt mit den Übersteuern ein bisschen Probleme habe. Ich glaube einfach, du bremst ein bisschen zu lang oder zu spät. Dadurch bist du länger auf der Bremse, dadurch stellt sich das Auto dann, sag ich mal, quer. Ja? Mhm. Und dann hast du halt das Gefühl, weil ich habe weniger Probleme, dass mir die Karre kommt. Ja. Ich merke das nur, wenn ich mal einen Ticken zu spät auf der Bremse war, dass ich dann die Kiste da fast verliere. Mhm. Deswegen würde ich jetzt einfach vermuten, dass du einfach einen Ticken vielleicht zu lange auf der Bremse oder zu spät bremst. Je nachdem. Oder du schaltest zu früh, ja. Wobei ich aber auch relativ runterhacke da immer. Ja, und vor allem, ich schalte ja nicht mehr, wenn ich lenke. Also beziehungsweise... Wenn wir jetzt hier die Kurve nehmen, da bin ich ja schon im zweiten, bevor ich überhaupt anfange zu lenken. Maga überfährt ein bisschen gerade. Mhm. Ja, man muss ein bisschen geduldig sein. Erstmal so die 30 Liter rausfahren, danach kann man halt Attacke geben. Mitox, ja, das ist gewollt. Der gute Nils muss immer ein bisschen oft aufs Klo, deswegen. Statt HC-Dizzy, WC-Dizzy. Also ich gehe mal davon aus, dass es gewollt ist, ja. Ich meine, das W und das H liegt ja ein bisschen weit auseinander. Deswegen, ja.
Fährt er schon die ganze Zeit auf Map 1, Chat? Aber ich kann das ja gucken, was sein Durchschnittsverbrauch ist. 3,63. Ne, dann fährt er eine Runde. Ja. Oder zweite Runde jetzt. Also ich bin ja mit Map 2, hatte ich ja einen Verbrauch zwischen, ja, 3,08 und 3,1 irgendwas. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir da war. Map 2 hatte ich 3,15, ja. 3,16 so jedes Mal. Okay. Ja. Ja, also wenn er jetzt 2-3 Runden oder vielleicht 4 Runden Map 1 fährt, geht es auf. Okay. Jo. Ich meine, ich bin ja auch zuletzt ganz schön viel Map 1 gefahren, weil ich habe gesehen, oh, genug Sprit, faller raus. Und dann ging auch was mit den Rundenzeiten auf einmal. Ja. Ja, auch leichteres Auto, die Reifen müssen nicht mehr so viel aushalten. Da macht sich auch mehr Leistung auch deutlich mehr bemerkbar. Das stimmt, ja. Hat gerade nichts vor sich. Gute freie Fahrt. Wenn man das zu oft macht, geht der Druck vorne flöten. Von hinten. Mhm. Ich bin von 27,8 vorne auf 27,1 vorne gefallen, Freund. Halleluja. Ich bin die ganze Zeit übrigens mit 27,3 vorne links halt gefahren, weil doch zu niedrig der Druck da war. Aber es hält sich ja noch in Grenzen, ist ja nur nicht so schlimm. Oh, da vorne ist ganz schön. Da vorne ist wilde Sache unterwegs. Ich gebe das Ding gerade mal durch. Magga, halt die Augen offen, da vorne ist ganz schön wild gerade. Ich weiß. Gut. Schau schon mal an, gleich oder später oder so. Warte mal, ich öffne es mal und tue es mir mal hinterlegen. Oh, ei! Blink, blink. Ja, wenn du links blinkst, dann zieh doch nicht nach rechts rüber. Ui. Jo, ich hab's mal aufgemacht, ich schau's dir später mal an, Nicknacks, danke. Ist das richtig, dass er wegkommt von Schwarz? Ich glaube ja, er war eben, glaube ich, nach dem Boxenstopp 3 Sekunden hinten. Ja. Jetzt ist er schon 8. Aber ich muss mal Hut absagen vor unserem Schwesternteam, dass die eigentlich von ganz hinten auf einmal auch jetzt auf Platz 3 vorgefahren sind. Das ist sehr krass. Ja. Starke Leistung, vor allem mit dem Honda. Jo. Wobei, der Honda geht sogar auf Monster. Also der ist nicht ganz so schlecht hier. Er hat aber trotzdem 14 Kilo bekommen. Ja, ich sag ja, der geht ganz gut hier, deswegen. Mhm. Dieses Trümmerfeld hier, das ist Wahnsinn. Naja, alle Schilder weg.
Wer hatet denn den Honda? Doch keiner. Haben wir eben noch sogar gesagt, der geht ganz gut. Jo, und haben auch die Leistung anerkannt. Wir freuen uns auch für unser Schwesternteam. Mensch, hier. Wie das unterstellt du? Naja, weil ihn halt kaum jemand fährt, das meine ich damit, vor allem mit dem Honda. Heißt jetzt nicht, dass die Kiste scheiße ist. Ist aber auch nicht super gut. Overall gesehen. Wohl am Fahrer. Das ist doch jetzt Honda-Hate. Das ist schon Mobbing. Kein Hate mehr, das ist richtiger Mobbing schon. Wenn das nur so vorderst, die sind tippen spät auf der Bremse. Oh. Ich auch einfach mal vom Gas gehen, der BMW. Wie gestern schon. Ach, ist das das? Ja, es gab zwei BMW. Ein grüner. Es gibt sogar zwei grüne im Rennen, aber gestern war es ein grüner. Der wird jetzt wieder keinen Platz machen, oder? Ja, da denkst du, die sind halt noch 6 Zehntel. Ja, ich hasse sowas, aber... Genau, Error, mach mal Platz da. Chat, holt mal die Knarre raus. Schießt ihn weg. Wenn der jetzt keinen Platz macht, wird's kritisch langsam. Maga, kannst du bitte... Kannst du nicht, ne? Nee, kannst du einfach mal wegjeten. Ich habe so gemerkt, in den letzten Rennen habe ich irgendwie immer ein zu... Es fühlt sich halt einfach so an, als wenn wir ein irgendwie, weiß ich nicht, so unterpotentes Auto fahren. Meine Fresse. Ich habe es in letzter Zeit ja immer geschafft, immer bei den irgendwie immer ein zu überrunden, irgendwie wegzudrehen. In Suzuka, in Spa... Da dachte ich eben für einen kurzen Augenblick, das war es jetzt im Heck hinten. Ja. Vor allem jetzt pinkt er auch noch so rum. Wenn man mal auf seinen Ping da achtet, das pencelt gerade so ein bisschen. Jetzt hat sich wieder ein. Na doch.
Los, weg von dem. 1 Kilo selbstgemachte Chicken Nuggets mit Erdnussflip-Panade. Klingt nicht schlecht. Wo wohnst du denn? Noch habe ich eine Stunde Zeit, circa. Ach Gott, ey. Wer hat sich das einfallen lassen? Ehrlich, Alter. Ugh. Wäre das Delta, was ich jetzt sehe, das wäre geil. Das Delta zeigt gerade 47,5 an und wird immer geringer. Herford, jetzt muss ich googeln, wo das ist. Wo ist das? Ah, bei Bielefeld. Ist ja gar nicht mal so weit weg. Das sind ja nur gute 251 Kilometer. Ja, bei mir sind es 330. Mit Baustelle auf dem Weg. Du bist in 5 Stunden, ne? Jo, richtig. Haben mich eigentlich eben beim Fahren wieder atmen gehört? Nee, aber schalten, aber ging noch. Ja, irgendwie nicht Discord, Teamspeak ist irgendwie übelst empfindlich und macht dann so leise Geräusche übelst laut. Okay. Ja, ich hab deswegen eigentlich immer Push-to-Talk an. Weißt du, ich mach hier richtig laut gerade mit Schalten und in Discord hörst du es nicht. Wahrscheinlich, jetzt hört man es wahrscheinlich, wenn ich rede, aber keine Ahnung. Ja, das ging aber trotzdem. War nicht laut. Ja, das Komische ist, Teamspeak, ich weiß nicht, was für ein Automatismus heißt so. Es macht dann so... Ja, wäre schön, wenn wir das immer fahren könnten, aber leider geht das nicht. Das habe ich halt beim Angucken von diese Streams dann gemerkt. Da gucke ich gerne ja nochmal an, wie mein Sinn so war und was so gesagt worden ist. Da merkt man dann auch, wenn erstmal so ein bisschen die Schaltgeräusche gemacht ist und wenn ich dann anfange zu sprechen, dass ich komplett übersteuere. Mhm. Hast du die automatische Stimmennormalisierung an? Ich guck mal kurz. Das ist wahrscheinlich über Aufnahme. Automatische Spracherkennung ist an. Das ist normal. Unten drunter gibt es noch ein paar Filter. Für Echo-Abschwächung etc. Hintergrundgeräusche entfernen. Ist da der Haken drin? Ja. Okay. Also ansonsten ist das alles andere ist draußen. Ich habe nur automatische Spracherkennung drin. So, Modus drin ist, ist Volume Gate. Und nicht automatisch oder Hybrid. Ich habe auf Hybrid bei mir mal gestellt. Weil dann tut er halt die Geräusche, die halt keine Stimme sind, im Endeffekt einfach versuchen draußen zu lassen. Ja, dann habe ich jetzt auch mal Hybrid ausgewählt. Ist doch scheiße, wenn ich mal kurz so ein bisschen durch die Zähne atme und dass man auf einmal so hört, wo man denkt, dass ich eigentlich den Atem anhalte, obwohl nichts ist, weil ich nur mal kurz nicht durch die Nase atme. Vor allem das ganze rumgeschaltet, ich selbst höre das gar nicht. Und ja. Wenn er eine gute Runde erwischt, kann er die Pace halten mit P1 aktuell, ja. Aber P1 ist halt schon eine Runde vor uns.
Holla die Waldfee. Ich sehe gerade Schwesterteam auf P2 mit dem Honda. Nice. Normalerweise, ich höre meinen Schall, also das Schalten nicht, also die mechanische Komponente hier, weil der Benz alles übertönt. Und eventuell meine Kopfhörer etwas abdichten, obwohl ich habe halb offene, das geht noch. Das Ding ist, dass ich mein Monitoring ausgemacht habe. Ich könnte auch halt mich direkt monitoren, aber das ist dann immer so ein bisschen merkwürdig. Ich habe keinen Mischpult oder sowas, deswegen wäre mit Delay bei mir dann. Und das ja, macht total Kehre. Ja, ich habe hier das Focusrite und das hat halt einen Direct-Monitor ohne Latenz. Mhm. Und das ist ganz gut, wenn man halt vermeiden will, dass man rumbrüllt. Und vor allem mit Noise-Canceling-Kopfhörer, wenn ich an die damaligen 24-Stunden-Rennen denke, habe ich meine eigenen Noise-Canceling-Kopfhörer, da driftet er aber. Halleluja. Noise-Canceling-Kopfhörer an, auch aktiviert, damit ich die anderen, die ja für den Stream rumlabern, nicht höre. Aber wenn du dann selbst was redest, fängst du sowas von an zu brüllen, weil du deine eigene Stimme nicht hörst. Hm. Aber ich bin, glaube ich, auch immer ein bisschen lauter, wenn ich Motorensound, sag ich mal, jetzt hier gerade auf den Ohren habe. Ja. Wenn ich dann manchmal Escape drücke, damit der Sound ausgeht, dann flüster ich wieder. Es fühlt sich halt echt an wie eine scheiß Kaffeefahrt, ne? Ja, das ist halt echt 30 Kilo 100 Scheiße. Es fühlt sich an wie eine scheiß Kaffeefahrt, aber nicht wie ein Autorennen, ey. Ich ja, versuch echt gut. Alles, aber ich kann einfach nicht schneller mit so. Alles gut. Push nicht zu stark, guck, dass du, sag ich mal, die Runden ungefähr. Pushen, was soll ich denn pushen? Das Ding geht nicht mal um die Kurve rum. Das beschleunigt raus aus der Kurve wie ein fucking Panzer, Alter. Machst du aber gut. Pushen kann ich gar nichts. Ich habe hier noch nicht einmal untersteuern, geschweige denn übersteuern gehabt. Und das soll schon mal heißen beim Mercedes. Ich kann hier halt in Schmusegeschwindigkeit in Gang 1 raus beschleunigen. Was hat eigentlich der Bentley hier? Gibt's hier noch einen Bentley, der mitfährt? Da, 26 Kilo, okay, da wurde auch schwer gemacht. Er fährt ein Ostsee-Dampfer-Kreuzfahrtschiff. Genau so kannst du dir vorstellen, so fühlt sich das Ding an. Welche Marken kein Gewicht drauf hat? Aston. Und das war's. Und die vergleichsweise wenig haben mit 10 Kilo Porsche, dann 18 Kilo Lexus und McLaren, 14 Kilo der Nissan, Bentley 26 Kilo, Ferrari 30 wie wir, BMW 26 Kilo, noch eine andere Marke, Honda 14 Kilo, Audi auch 14 Kilo. Jetzt habe ich glaube alle durch, oder? Das sollten alle gewesen sein. Ne? Weil die Frage kam, nee, die Autos, die werden nicht zugeteilt, die können wir uns schon aussuchen. Aber die suchst du dir halt aus, bevor die ganzen Rennen, sage ich mal, anstehen. Und da war halt noch nicht bekannt, dass der AMG jetzt zumindest in Suzuka und auf Monster jetzt hier eine starke BOP bekommen hat, also Gewicht zugeteilt bekommen hat. Und ja, deswegen sind wir halt gerade so ein bisschen da drüber am Jammern. Weil es halt einfach scheiße rutschig ist mit dem Ding. Ja. Ein Ascari Map 1 fahren bringt nichts. Da. Oh, scheiße! Oh, ganz leicht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn es nur seitlicher Schaden ist, dann ist es nur ein bisschen Höchstgeschwindigkeit. Ja, weißt du. Das sollte nicht so viel sein. Ja. 2-3 Sekunden oder sowas. Aber zurück, Map 1 in Ascari bringt halt nichts, weil du da nicht komplett voll durchfährst. Mann, das ist nicht, das kann einfach nicht mein Ernst sein, echt nicht.
Wirklich, wirklich, wirklich nicht. LSO 2 ist auch ein bisschen fies, vor allem wenn du da diesen Wer rechten Hubel... Wer auch immer auf Hubel diese Idee gekommen bist, ja, also... Wenn du da ein bisschen diesen Hubel da mitnimmst, wird das Auto ziemlich instabil. Der AMG hat gerade 7 Sekunden schon verloren vorne auf den Honda. Was? Ja. Entweder fahren die gerade wieder auf alten Reifen oder die haben auch gerade richtig Probleme. Das würde doch keinen Sinn machen, nochmal auf zweimal, auf alten Reifen. Ja, aber zwei volle? Tja, vielleicht haben die nicht mitgedacht. Das soll uns recht sein. Oder wie gesagt, vielleicht strugglen die auch gerade hardcore. Ja. Ich hab das Gefühl, er möchte gerade mehr als das Auto kann. Ja. Oh Mann, ey, wie ein Panzer. Das hat echt nichts mehr mit Rennwagen zu tun hier. Ach, ich brauch's nicht aufheitern. Ich brauch mir nicht mal irgendwie großartig Mühe geben, weil die Scheißkarre eh nicht mehr hergeht. Ich würde ja am liebsten zu dir sagen, jetzt jammer nicht rum, ich wusste auch auf... Das Auto gibt einfach nichts her. ...auf gebrauchten Knäus im zweiten Zint raus. So eine Kurven ist es toll und raus ist es, schläft es ein. Da hat er aber recht. Macht echt keinen Spaß, die Kiste. Ach, hier. Scheiß auf den Cut. Das ist doch völlig Wumpe. Jeder hat einen, fertig ist. Das heißt, ich hab noch einen. Du hast noch einen. Nee, ich will keinen reinfahren. Ich hab beim letzten Rennen direkt in zwei ich Runden mich nicht zwei Dinger rein. Ich muss nicht schnell fahren, weil dieses Auto nicht schnell fährt. Versteht ihr das nicht? Es ist bockarschlangweilig. Man muss nicht arbeiten an dem Auto, versteht ihr? Weil das komplett kastriert ist. Der hat einfach die Eier abgeschnitten gekriegt. Fährt gerade mit Wut, aber fährt gerade eigentlich eine ganz gute Zeit. So wie gerade Dizzy rechts über den Körper darüber gefahren bin, habe ich mich nicht getraut, weil vor allem das einmal. Das einmal einhaken hat es mir gereicht dann. Ja, du kannst da schon drüber fahren, du musst lupfen, aber dann passiert da meistens, also zu 90% nichts. Ganz leicht so vom Gas minimal runtergehen, aber draufbleiben noch, aber halt leicht vom Gas runter. Und dann passiert da zu 90% eigentlich nichts und bleibt stabil. Zumindest glaube ich, dass ich so fahre, also. Musst du so eigentlich darüber fahren. Ja. Gut, ich habe da sowieso immer gelupft, damit die Karre da rumkommt, damit ich es besser positionieren kann. Um besser rausbeschleunigen zu können. Ja. Das hat man nicht ganz zum Gas gehen. Ja. Ja, das war ja beim alten Benz ja noch extremer, wenn du da komplett vom Gas gegangen bist. Da hat der Lift of Oversteer des Todes dich einfach gekillt. Das war auch so der Grund für Spa, dass ich 3 von 4 Rennen in Blanchimont gestorben bin. Sobald vor dir irgendeiner rumschleicht oder ein Unfall passiert und du da sofort irgendwie vom Gas bremsen musst, bist du tot. Also der alte Benz mochte das überhaupt nicht, der hatte halt ein echt fieses Lift-off-Oversteer gehabt. Hat der noch zu hohen Luftdruck? Warte, ich guck mal.
Ich kann von Weitem das sehe, ja. 28,1 vorne rechts, da wird nicht weniger. Ja, hinten, links ist ein bisschen, hinten links ist ein bisschen weniger geworden. 27,3. Das war vorher auch immer so auf 27,6. Das ist jetzt 27,2 hinten links. Und 19 Minuten hat er noch. Haben wir schon wieder den Bentley vor uns. Ich glaube, das war der, der immer den Kurvenplatz macht. Ach, jetzt okay, macht das aber ich ordentlich. Ich hab nichts gesagt. Nee, war er nicht. War er nicht, war er nicht. War auf jeden Fall kein Grüner. Das war ja sehr vorbildlich. Der andere ist, glaube ich, der Blau. Jetzt ist anscheinend das Auto leicht genug, dass er mal. Okay, er fährt auf Map 1, aber gut, das macht ja auch nicht so extrem viel aus. Aber das Auto wird leichter und dann fährt sich's auch mal normal. Mhm. Der Ferrari hat auch gleich stehenden AMG. Wir sind noch 0,7 Sekunden hinter ihm. Ja, mega. Ah, Magga ist vielleicht am blauen Bentley dran. Okay, blauer Bentley hat dich abgeledert. Ich komme jetzt nicht auf die... genau. Das war der, der in den Kurvenplatz gemacht hat. Hast gesehen, wieder in den Kurvenplatz gemacht, ne? Ja. Genau deswegen fahre ich da so nicht drüber. Das ist mir zu risky. Jetzt hat er den Honda auch noch. Oh, Mann. Dass der noch nicht disqualifiziert wurde, tut mir leid, aber... Hä? Siehst du Geister oder was ist los? Nee, ich guck mir gerade den blauen Bentley an. Ach, der hat Schaden wahrscheinlich, ja? Oder irgendwie Pedalen stimmt nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ganz komisch eben. Easy stellt schon seinen Boxenstopp ein und korrigiert jetzt vorne rechts. Wir brauchen gar nichts machen. Gut.
Und 2 Sekunden, Alter, Schaden 2,6. Geht da noch. Also ich hatte vorhin sogar mehr gehabt bei dem Toucher da. Geht echt. Deinen Toucher habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, du wärst noch ohne Schaden. Nee, wo die beim zweiten Mal quer gestanden haben in der ersten. Ja. Bin ich noch dem einen draufgefahren und dann ist der andere noch quer gekommen, den auch nochmal leicht draufgefahren. Ah, okay. So, der AMG hat richtig Probleme. Ist jetzt hinter dem Ferrari. 2 Sekunden und fährt aktuell Rundenzeiten 51,6. Da war ich ja noch gut. Da bist du auch ungefähr so gefahren, ja. 51,0. Obwohl, nee, Quatsch, du bist 50,0 gefahren, ne? 50,0. Ich bin immer so 50er Zeiten gefahren, mittlere. Ja, genau, 50 stimmt schon so, ja. Stimmt, ja. Okay. Und dann mal ein paar Ausreißer auf 49, die so aus dem Deck nix kamen, wo ich dann auf Map 1 geschaltet habe, wo ich gedacht habe, so, jetzt hast du eh nicht mehr so viele Runden. Scheiß auf die Reifenlanglebigkeit, gib ihn. Vielleicht sollte ich mehr so fahren, einfach nur gib ihn und scheiß auf die Reifenlanglebigkeit. Der fährt auch jetzt 50 Stunden. Der Bentley? Welcher Bentley? Der wobbelt so ein bisschen. Ach so, ja, das ist der eben auch in die Box gefahren ist, finde ich komisch. Ja, den sein Ping ist auch. Geht auch hoch und runter. Ach du Scheiße, das ist so. Er muss abstellen, das kann nicht sein, Mann. What the fuck? Ja. Holy shit. Okay, das. Da war ja eben quer auf der Geraden. Mhm. Ich hab auf den Chat geachtet. War irgendwas Spannendes? Wiggeln und... und Nico schreibt, dass es um die Reifen aufzuwärmen. Oh Gott, die sein Ping wird immer schlimmer. Fährt er mit WLAN oder was? Ja, oder er hat Vodafone wie ich. Noch 20 Sekunden auf Platz 4. Erst links geblinkt, jetzt rechts. Okay. Jetzt hat er aber roten Ping, ey. Sollte man den mal melden? Ich guck mir den gerade mal an, wie der rumleckt. Den musst du melden. Das geht nicht. Den musst du melden. Der beamt sich über die ganze Strecke. Oha. Beim Anbremsen bleibt das Auto mal kurz stehen. Oh! Den musst du melden. Warte mal. Wo kann man den melden? Bei dem in Discord, wenn, muss ich selbst gucken.
Gibt's da Link Endo? Aber warte, sie fahren wieder rein. Sie fahren wieder rein. Warte. Ah, okay. Die haben Person gecheckt, glaube ich. Ja. Dann ist gut. Dann ist ja gut. Wir sind komplett quer durch die Dings gefahren, durch die Kurve. Also Auto ist geradeaus weiter im Endeffekt gefahren, aber hat trotzdem die Kurve genommen. Sah wild aus. Ziegenbock, bei mir geht es ja eigentlich auch nicht um den Download, sondern um den Upload. Was denkst du, warum ich seit, wann ist das, eineinhalb, zwei Monaten nicht mehr streame? Weil Streamen mit den Uploaden momentan überhaupt nicht möglich ist. Und eigentlich sollte jetzt das Glasfaser freigeschaltet sein, aber ich habe auch keine Antwort von denen erhalten. Die 10 Arbeitstage sind rum. Ich habe denen nochmal am Mittwoch eine E-Mail geschrieben mit einer Nachfrage oder wo sie überhaupt nicht drum bemüht, eine Antwort zu schicken. Ich werde Montag dann einfach mal anrufen. Dann können sie nicht mehr abhauen. Weil ich habe auf, wo ich den Übergangsvertrag per PDF da geschickt habe, habe ich auch eine automatische Antwort bekommen, dass das Ding angekommen ist. Also bekommen haben sie es. Das heißt, Vodafone ist ja auch schon offiziell bestätigt, gekündigt. Zum 22. Februar. Hier im Norden kein Feiertag am Montag. Den Feiertag, den wir haben, ist morgen. Nein, das ist morgen Sonntag. Ey, da, was macht der Ferrari? Das ist ja wild. Ja, Schleswig-Holstein. Wir haben auch keinen Feiertag, glaube ich. In welchem Bundesland wohnst du? Hessen. Hessen. Ich glaube, die haben auch Reformationstag, oder? Ich glaube nicht, dass der hier als Feiertag angekannt wird. Der wird zwar im Kalender eingetragen, aber ist, glaube ich, nicht als Feiertag. Kann mich auch irren, aber ich glaube, der war nicht. Okay, Hessen hat also gar nichts. Wie genauso in der Mitte. Nicht protestantisch genug und auch nicht katholisch genug. Finde ich auch so ein Schwachsinn. Das eine Bundesland hat einen Feiertag, das andere nicht, das andere dann doch wieder, das andere hat einen ganz eigenen Feiertag und ach. Naja. Dafür lass ich jetzt ein. Glücklich. Ich kann auch nicht die hessische Babille. Yellow flag accepted.
Der größte Teil der Uhren stellt sich bei mir alleine um. Selbst den von meinem Wecker. Ist ja heute Nacht, ne? Glaube ich. Ja. Ich kann eine Stunde länger schlafen. Die einzige Uhr, die ich glaube umstellen muss, ist glaube die in meiner Stube hängt. Die ist auch altmodisch, die tickt noch. Ey, nach dem Sprintrennen gestern war mir so schlecht auf einmal, ne? Ich hab mich da so reingesteigert. Ja. Das hab ich schon nie gehabt, du. Ja, welche Strecke? Ja, hier gestern, Quali-Rennen. Ach so, Quali-Rennen, ah ja, stimmt. Ja. Ich hab mich da so reingesteigert anscheinend, dass ich dann echt mit dem Körper so am Ende war nach dem Einstunden-Rennen. Mm. Hab ich noch nie gehabt, du. Ja, ich hatte ja gestern Solda-Rennen gehabt in der Liga. Ja. Bin... Nach der ersten Runde hatte ich 8 Sekunden Schaden und nach so 3-4 Runden bin ich dann mit 11 Sekunden Schaden rumgefahren. Ah, schade. Ach scheiße, ich darf ja nicht spoilern, ich habe das ja noch nicht hochgeladen. Jetzt müssen schon knapp 1000 Leute. Gut, wovon der größten Teil meinen Kanal noch nicht mal kennt, von daher ist es egal. Jetzt kennen sie deinen Kanal. Bist du ja sicher. Heißt zwar Ava, aber unter Ava findest du mich nicht. Komischerweise. Naja, ich meine, dein Logo ist auf dem Auto drauf. Ich gehe mal stark davon aus, dass dein Channel auch dein Logo benutzt, oder? Ja, richtig. Dann findet man deinen Kanal auf jeden Fall. Ja, oder man sucht nach Ava ACC oder so, da findest du es definitiv was. Weiß ich, mach Schleichwerbung. Nee, jetzt werde ich gleich gebannt. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Ah, Dizzy hätte doch mal locker eine Runde fahren können. Schön gemacht, Maga. Nee. Die Rundenzeiten gingen doch. Ach, da ist noch so viel Luft nach oben, Maga. Das ist echt deprimierend. Denk einfach an die 30 Kilo. Ja, das ist das Schlimme daran. Ja, genau, das ist der Grund. 30 Kilo Matt Eagle. Ja. Riecht so es schon. Mmh, yummy, yummy, yummy. Köstlich, oder? Oh, so lecker. Da kommt einem die Freude ins Gesicht gesprungen. Ja! Dann toi toi toi. Good luck. Mhm. Danke. Oh, Schwester und Team ist gerade auf P1. Oh, ich muss auch noch in die Box. Also, so, wir haben jetzt noch 3 Stunden 37. Diese haben wir dann fertig, dann haben wir dann roundabout noch 2,5 Stunden. Dann fährt einer noch ein Einzelstint und danach ist nur noch 1,5 Stunden. Genau. Das heißt, wie machen wir das? Weil einer hat definitiv dann 2 Stints nur. Die Frage. Also entweder machen wir das so, dass du jetzt noch einen vollen Stint fährst und dann fährt Dizzy 1,5 Stints oder... Keine Ahnung. Also ich würde fast sagen, dass wir denjenigen, der am schnellsten war, also ohne abgehoben zu... Also, du weißt, was ich meine? Ja, ja, ich weiß. Auf die alten Pushen nochmal rausschicken dann am Ende. Also für da nicht du so viel Zeit die letzten... Ja, du dann die letzten 1,5, das heißt, dann würde ich jetzt einmal fahren und Dizzy hätte Feierabend. Rein theoretisch.
Also. Aber dann müsstest du jetzt gucken, dass du halt auch die Zeiten fährst, ne? Ja, klar. Dann darf da keine 50er mehr stehen, außer vielleicht bei Überrundung. Weil sonst verlieren wir, glaube ich, zu viel. Müssen wir gucken dann, aber das wird sonst ein bisschen knapp, glaube ich, dann. Weil wir können diese jetzt keinen Touristen fahren lassen. Naja, ich kann ja auch einzeln fahren, weißt du? Und dann am Ende nochmal die halbe Stunde oder so. Ja, aber da büßen wir ja Zeit ein. Weil ja der Fahrerwechsel dauert 30 Sekunden. Für eine halbe Stunde Sprit nachtanken dauert nicht so lange. Ach so, stimmt ja. Ja. Ja, dann musst du nochmal fahren eine Stunde jetzt, ja? Ja. Kriegst du auch hin. Ja, locker. Ja, jetzt wird er ja auch kühler. Ja, eben. Außerdem brauche ich ja jetzt nicht mal Reifen schon, ich kann ja volle Attacke geben. Ja, aber die 50 Minuten wollen wir nicht schon auf alten Reifen fahren. Darum geht's ja. Sonst hätten wir das auch so aufgeteilt, aber wir haben halt nicht genug Reifensätze. Und diese Kiste willst du nicht voll nochmal auf. Willst du mir gar nicht ausmalen, wie die dich fahren machen lässt mit kaputten Reifen. Man hat ja meine Zeiten gesehen, ja, wo ich mit den Doppelstin angefangen habe. Sonst wäre das kein Problem, glaube ich, aber so wollen wir halt so wenig wie möglich, sag ich mal, nochmal auf den letzten Reifensatz dann fahren. Alles gut. Also fährst du dann nach diese jetzt, ja? Muss ja. Oder ja, die hätten. Oder ja, die sich ja, halt im Kribbel sind. Ja, ich glaube, ich stimmt halt das hin. Alles gut, ja, gut. Das ist so dumm, Alter. Resorox will die sie leiden sehen und Trimmelstein fahren lassen. Nee, der leidet schon genug, glaubt mir. Das ist echt scheiße zu fahren, die Kiste so. Ja. Macht keinen Spaß. Wenn die nicht so. Ja, die fällt schon wirklich so schwerfällig einfach. Das macht halt keine Laune. Der Puls ist noch gut, Triple geht locker. Ich mach Sakrele hier richtig Werbung. Ist das mit den Mods abgesprochen? Ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist. Ja, der Weber ist jetzt 14 Sekunden vor uns. Das bedeutet, wenn die nicht reinscheißen, wird der Abstand ungefähr gleich bleiben, schätze ich mal. Oder vielleicht sich sogar ausbauen, je nachdem, wie wir halt Pech haben mit Überrundung etc. Okay, Schulzen gibt ein Okay. Okay. Danke. Wie der Aston hier immer rankommt, das ist so lustig. Gut, ich war kurz 5 Minuten AFK. Ich wollte auch gerade. Du willst auch, dann geh du erst, komm, dann geh du erst. Gut, dann geh ich erst.
Möglich, keine Ahnung, vielleicht unter Wasser, keine Ahnung. Oftmals, ja. Hast du recht. So, jetzt kannst du. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Wenn Sandra wieder da ist, dann fahre ich meine Drucker raus. Wir gehen als nächstes ins Auto. Da bin ich dann. Ich muss noch die Brücke rausfahren. Lass sie schmecken. Danke. Bitte. Danke, Sakrile. Ich esse aber nur ein paar Schokohörnchen. So für die schnelle Energie. Stick with me.
Ja, dann. WB, dann kann ich ja vom Server und die Drücke ausfahren. Mach das. 16, 19 haben wir. Hört mal auf. Und wenn ich fahre, 52 Minuten, sagen wir so kurz vor 19 Uhr. Ich nehme mal 19 Uhr. Also Ingame-Zeit 19 Uhr. Das ist Ambient Temperatur, wie du willst. -13 Grad, okay. Wo hast du den Sturz noch geändert? Vorne auf 3,8, okay. Dann Bodenfreiheit 48. Vorne, ne? Mhm. Jo. Und Differential von 90 auf 80. Und Flügel auf 3. Flügel auf 3. Hobby. Ich habe jetzt hier schon 13:13, okay. Ist das so kalt? Keine Ahnung, was haben wir denn jetzt? Ich habe mir aufgeschrieben 16:19. Jetzt haben wir 16:19, ja, kann schon hinkommen. Das ist ja in einer Stunde 10 Minuten. Ja. Das geht dann ganz schnell. Ja, ich habe mich gerade gewundert, warum geht der Hobel gerade so gut um die Kurve? Keine 30 Kilo. Das ist wie ein anderes Auto. Geht doch auf den Trainingsserver. Ja, da habe ich so, ja gut. Ja. Kannst dann auf jeden Fall nochmal 0,1 mindestens abziehen, ne? Ja. Nicht sogar hinten vielleicht 0,2, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was war die 30 Kilo Unterschied machen? Ich habe ja ein bisschen die BBE weiter vorne, von daher. Ja, der 1% macht es dann auch nicht, glaube ich. Ja. Aber es ist krass, dass ich vor Ascari noch in den 6. komme.
Oh, ich werde eine richtig fiese Sonne stehen haben bei der Parabolika. Moin Markus. Und das Ding ist, er lenkt. Ja, wie gesagt, schlecht fern lässt er sich eigentlich nicht hier. Woran erkennt man denn die PD, die Reifen durch sind? Wahrscheinlich wenn die Reifen durch sind, ne? Nur am Fahrverhalten. Naja, gut, du merkst halt, dass das Auto kein Grip mehr hat. Dass du anfängst zu rutschen, wo du eigentlich nicht rutschen sollst. Und dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass die Reifen durch sind. Du kannst halt nach dem Rennen auch oder nach dem Stint gucken. Ja gut, eigentlich nach dem Rennen dann eher. Was für einen Reifenverschleiß du hattest dann im Boxenmenü. Da siehst du dann die Abnutzung der Reifen. So weit ist alles klar bei mir und selbst gut vorangekommen. Ja gut, der Start war ein bisschen räublich, aber ja, so weit läuft es eigentlich relativ gut. Also ganz okay aktuell. Es ist ein anderes Auto. Dritte Runde 48,7. Du, ich sag dir, es ist schon in diesem Ding hier. Ja. Die 30 Kilo. Ja, die Balance des Autos ist komplett zerstört. Sehr schön, Markus, sehr schön, freut mich. Irgendwelche Unfälle? Nö. Also wir hatten mal den einen oder anderen Toucher oder sowas, aber nichts Großes. Vielleicht maximal 3-4 Sekunden Schaden mal gehabt. Also nichts Wildes. Ein paar Überrundungen waren anstrengend, ein paar Manöver vorhin am Start waren ein bisschen anstrengend, aber ansonsten alles okay.
Naja, so wie du abgenommen hattest, kann ich mir schon vorstellen, um da wieder was ein bisschen aufzubauen, musst du halt erst ein bisschen reinmampfen, ne? Dass ich das Gefühl habe, dass durch die 30 Kilos unser Auto einfach tiefer liegt. Und wir dadurch eventuell Probleme haben. Wenn du die mit vollem Tank einstellst auf 48, hast du auch 48. Zum Ende hin des Stints wird er höher liegen als sonst. Okay. Weil er hat mehr Gewicht, obwohl, ne, eigentlich nicht. Das bleibt eigentlich exakt gleich, das Verhältnis. Einfach nur schwerer. Weil ich komme irgendwie deutlich besser durch Ascari durch. Oh, es liegt jetzt an den niedrigen Temperaturen, das kann auch sein. Ja, einfach kein Gewicht. Ja. Einfach die 30 Kilo abziehen. Naja, wir haben 30 Kilo drauf bekommen. Aber nicht nur wir, halt alle Mercedes haben 30 Kilo, Ferrari auch 30 Kilo. Und dann dementsprechend auch noch ein paar andere. Schwesternauto wieder auf P2, sehr schön. Freut mich sehr für die. Machen einen guten Job da vorne. Vor allem mit dem Honda. Ne? Markus, du kannst jederzeit mit dem TTs bekommen bei mir noch, falls du die IP noch hast. Ich bin da fast jeden Tag aktiv. Außer ich bin halt mal irgendwie einkaufen oder halt unterwegs, dies, das. Aber wenn ich daheim bin meistens oder der Rechner alles, bin ich meistens in TeamSpeak. Ja, schau einfach rein. Wenn ich da bin, kannst du dich dann irgendwie, kannst du mich anschreiben oder so und dann zieh ich dich. Auf P1 dürfte ein Aston Martin liegen, P2 dann der Honda aktuell, P3 glaube ich dann Ferrari, P4 und P5 AMG. Was ist der blaue Bentley? Hier ist der grüne, sehr gut. Car on the left. Clear on the left.
Nils, wie lange hast du noch? 37 Minuten. Alright. Jo, die Jungs auf dem Honda sind auch von uns. Machen echt einen soliden Job da vorne. Obacht, Obi-Wan ist wieder da. Keine Honda-Witze mehr. Nee, nee. Da werden schon die Fackeln rausgeholt. Ja. Ja. Ziggy, ja. Das war letztens echt gut. Einfach nachmittags keinen Strom gehabt hier. Denn vor allem habe ich in den Nachrichten gelesen gehabt, jetzt in der Zeitung bei uns, es kann jetzt passieren, dass wir häufiger Stromausfall haben, da das Umspannwerk überlastet ist. Da werden Kabel zu heiß und die brennen dann einfach durch. Ja, moin. Ja, da frage ich mich, dann sollte man langsam mal an einer Lösung vielleicht arbeiten. Aber was machen die? Ja, wir werden jetzt bei Techniker beauftragen, dass sie das 24/7 untersuchen werden oder in Beobachtung halten. Aber von der Lösung oder sowas liest man nichts. So, sie bauen das also nicht einfach mal aus. Nö, also, da stand nur, dass sie jetzt beobachten werden, aber dass sie irgendwas ändern wollen, daran steht nicht fest. Da steht nur, dass es häufiger zu Stromausfällen führen kann. Ja, moin. Ja, okay. Das ist irgendwie nicht in die Zukunft gerichtet. Nee. V12 Aston, das fährt ihr mit, okay. Ja, der hört sich an dem Formel 1 Auto immer. Ja. Yellow Flag in Sector 3. Wild. Na, nicht unbedingt. Oh, der V12 hat auch keine Kilos drauf. Ja gut, also mit dem, also dann würde ich einen Besen fressen, das sage ich dir. Dann würde ich eine Kamera anmachen, ich schaff's dir und ich würde einen Besen essen, wirklich. Der V12 müsste ja eigentlich hier ziemlich gut sein. Nee. Der ist nirgends wirklich gut. Also kein. Nee, nee. Das ist zwar noch kein Reiter, aber der ist schon so ein bisschen in die Richtung. Ich meine, wenn du natürlich damit die oft fährst und viel trainierst, dann bist du natürlich auch ein bisschen zügiger damit. Aber du wirst niemals Zeiten fahren können wie Ferrari oder AMG. Wieder AMG sind zwei, ist schon wieder ein Ascari abgeflogen, der vor uns der AMG? Abgeflogen? Jetzt wie abgeflogen? Okay. Einfach nur rausgefahren oder wirklich abgeflogen? Da hätten wir ja eigentlich schon eingeholt. Sind noch 22 Sekunden, also gehe ich mal eher nicht davon aus.
Also wenn, dann wahrscheinlich ein anderer oder halt einfach nur leicht von der Strecke ab. Ja. Ach, der mit der 1, ach so. Ja, der ist ja uns unwichtig, wir reden ja hier von 72. Macht er uns hier falsche Hoffnung?